Okay, ich bin jetzt hier mit Michael Fuchs, Johannes Schöttler, gerade gegen Lee Yong-dae und Yeo Jung-song. Ich hätte gerne mit euch über das Spiel gesprochen, aber ich glaube, die Fans würden jetzt erstmal hauptsächlich interessieren, was war los oder wie geht's dir, Johannes? Ja, ich bin natürlich sehr frustriert, dass das mit meiner Hüfte irgendwie ja, einfach jetzt seit längerer Zeit nicht so richtig besser wird. Ich habe zwischendurch immer wieder Hoffnung und wir haben ja auch schon mal ganz okay gespielt, dass es geht, aber ja, heute ging es einfach überhaupt nicht. Okay, letzte Woche ähnliches Problem. Ihr habt auch Halbfinale in Österreich gespielt und musstet dann ganz zum Schluss aufgeben. Ist es so, dass es dann die Schmerzen im Spiel immer schlimmer werden oder irgendwie muss man sich das vorstellen? Ja, das schon. Ich habe eigentlich dauerhaft Schmerzen, also auch beim Gehen. Ich kann mich bis zu einem gewissen Grad irgendwie durchbeißen, aber je höher die Belastung wird, desto schlechter wird es halt auch. Und ich glaube, letzte Woche war es dann ein sehr hartes Spiel, da ging es zum Schluss nicht mehr und seitdem ist es einfach deutlich schlechter. Und jetzt habe ich schon am Anfang gemerkt, es läuft alles nicht rund. Und dann ging es jetzt einfach wirklich nicht mehr weiter. Okay, jetzt Ausblick, nächste Woche steht ja All England an. Es wird wahrscheinlich jetzt bei euch fraglich sein, wie es weitergeht. Und du wirst wahrscheinlich jetzt so kurz deinem Spiel auch noch nichts wirklich sagen können. Aber ja, was denkt ihr jetzt über die nächsten Tage? Und ist ein Start wahrscheinlich oder wahrscheinlich eher nicht? Ja, kann ich wirklich noch nichts zu sagen. Also ich lasse jetzt erstmal einen Physiotherapeuten drauf gucken. Bespreche das mit Michael, mit den Trainern, was jetzt das Klügste ist. Aber ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie an den Start gehen können. Ne? Gut, danke. Dann drücken wir euch ganz fest die Daumen und gute Besserung vor allem. Danke.